Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute speziell für Strickanfängern zeigen, wie ihr komplett einen ganzen Socken stricken könnt, und zwar einen sogenannten Stino-Socken. Und Stino-Socken steht einfach für stinknormal. Das bedeutet also einen ganz klassischen Socken, so wie ihn auch schon die Oma gestrickt hat, mit einem Bündchen, einem Schaft, einer klassischen Ferse und dann den Fußteil noch, und am Ende werden wir noch eine Bandspitze stricken. Und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Zu der Sockenwolle, da gibt es immer verschiedene Ausführungen, und zwar bekannt sind vierfädige, das hier sind jetzt sechsfädige und es gibt aber auch achtfädige, das heißt die Wolle ist dann dicker. Die klassischen sind so mit vierfädigen wird oft gestrickt. Ich habe jetzt ein bisschen dickere, also sechsfädig. Das ist deshalb wichtig, weil je nachdem, was ihr für eine Wolle verwendet, ihr eine unterschiedliche Maschenanzahl am Anfang anschlagen werdet. Hier in dem Fall habe ich sechsfädig und ich möchte so eine Socke in Größe 38 stricken, und dann geht ihr einfach im Internet, gebt Sockentabelle ein, sucht euch das Garn raus, entweder 4, 6 oder 8-fädig, und könnt dann genau gucken, für welche Größe ihr wie viele Maschen anschlagen müsst. Für die 6-fädige und einer Größe von 38 muss ich nämlich insgesamt 48 Maschen anschlagen, das heißt 12 Maschen pro Nadel, weil wir werden 4 Nadeln verwenden. Solltet ihr jetzt mit einer 4-fädigen Sockenwolle stricken, ist für die Größe 38 so circa 60 Maschen ideal. Aber das könnt ihr alles in der Tabelle nachlesen. Genau, die Sockenwolle, die ich hier verwende, ist von Ferner Wolle, Lungauer Sockenwolle aus Österreich, soweit ich weiß. Und verlinke ich euch unten. Besteht zu 75% aus Schurwolle und 25% Polyamid. Ist also auch super angenehm zu tragen. Zusätzlich benötigt ihr ein sogenanntes Nadelspiel. Ein Nadelspiel besteht immer aus 5 Stricknadeln, wobei wir dann die Maschen auf 4 Nadeln aufteilen werden, und mit der 5. wird gestrickt. Eine Vernähnadel für später und eine Fadenschere. Ihr könnt natürlich Socken auch mit einer Rundstricknadel stricken, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So eine kleine mini-runde Stricknadel oder auch von Adi Crazy Trio, die sind auch sehr beliebt, oder auch mit einer längeren Rundstricknadel. Da kann ich euch, wenn euch das interessiert, noch Videos unten in die Videobeschreibung reinstellen. Da habe ich auch schon ein paar gemacht, wo ich erkläre, wie das geht. Wir schlagen jetzt unsere Maschen an, macht dafür genügend Garn beiseite, weil wir wollen insgesamt ja 48 Maschen anschlagen. Ich schlage die immer gleich auf 2 Nadeln an, und dafür bräuchten wir dann 2 mal 12 Maschen, das wären dann 24, also 2 mal 24. Für den Maschenanschlag nehmt ihr euer Garn, macht das hier zwischen Kleinfinger und Ringfinger, wickelt es dann zweimal um den Zeigefinger, von unten um den Daumen und führt das Garn zurück. Jetzt habt ihr hier so ein Kreuz, dann geht ihr mit der Nadel hier unten rein mit beiden Nadeln, holt euch den Faden, der vom Zeigefinger kommt, und zieht den hier durch die Schlaufe. Dann habt ihr eine Masche aufgenommen. Wem jetzt auch der Maschenanschlag zu schnell geht, da habe ich auch bereits ein Video, wo ich das nochmal ganz langsam erkläre. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Oder auch hier oben unter dem i kann ich es verlinken. So, und dann geht ihr immer mit Daumen und Zeigefinger hier rein, bildet wieder so ein V, haltet die anderen Fäden unten fest, schlagt das Ganze runter und habt jetzt wieder eure Daumenschlinge, hier reingehen, Faden vom Zeigefinger holen und durch die Schlaufe ziehen. Ich zeige es nochmal, 1, 2, hier rein, die anderen Fäden festheben, runter in die Daumenschlinge, Faden vom Zeigefinger holen, gucken, dass sie über beide Nadeln liegt, und dann wieder hier durch. Und vorsichtig festziehen, auch nicht zu fest. So, und so schlagt ihr jetzt insgesamt 24 Maschen an. sehen wir uns. Ich habe jetzt meine 24 Maschen angeschlagen und nun nehmt ihr wieder 2 Stricknadeln und macht das gleiche nochmal. Also ihr geht einfach wieder hier rein, hebt die anderen hier so fest und konzentriert euch jetzt auf diese beiden und schlagt auch hier 24 Maschen an und hier die erste Masche, schaut ihr, dass die hier direkt anliegt, so, zieht die ein bisschen fester und schlagt dann auch mit den beiden Nadeln einfach 24 Maschen an. Ich habe jetzt auch auf meiner zweiten Nadel 24 Maschen angeschlagen und jetzt nehmt ihr die beiden Nadeln so zusammen, dass sie diese Knötchen nach innen zeigen. Dreht das Ganze um und jetzt schaut ihr, dass hier der kurze Faden durch die Mitte durchgeht und dass hier von der rechten Seite unser Arbeitsfaden kommt. Den nehmt ihr auch einfach jetzt auf. Und jetzt nehmen wir unsere 5. Nadel dazu und fangen an zu stricken und verteilen jetzt unsere Maschen gleichmäßig auf 4 Nadeln, das heißt 12 Maschen pro Nadel. Dafür nehmt ihr jetzt eine Nadel hier raus, einfach rausziehen und strickt die Maschen jetzt ab. Wir stricken jetzt nur rechte Maschen, jetzt insgesamt 12 Stück. Genau, für den Socken solltet ihr halt rechte und linke Maschen schon stricken können. Wer das auch noch nicht kann, den verlinke ich unten noch meine Grundlagen des Strickens, wo ich alles erkläre von linker Masche, rechter Masche, Maschenanschlag. Das sollten sich dann absolute Anfänger nochmal anschauen. Also für eine rechte Masche gehe ich jetzt hier in die erste Masche rein und stricke die einfach rechts ab. Und auch hier, wichtig, am runden Anfang ziehe ich ein bisschen fester, so dass die möglichst nah an der anderen Nadel ist. 1. Na, 2. Also die ersten paar Runden sind auch immer etwas knifflig, danach wird es aber deutlich besser, also nicht aufgeben. 1, 2... Drei, 4, 5, also für eine rechte Masche gehe ich ja hier rein, von links nach rechts, hole mir den Faden und stricke das Ganze ab. 2, 4, 6, 7, hier rein, Faden holen, 8, 9, 10, 11 und 12. Ich schiebe mir dann die Maschen immer so ein bisschen in die Mitte, dass die nicht abrutschen. Und es geht weiter mit der nächsten Nadel. Und auch hier strickt ihr jetzt die restlichen 12 Maschen rechts ab. 1 und guckt auch hier, der Anfang immer ein bisschen fester ziehen. 1, 2, 12. Hier in die Mitte schieben. Dann kommen wir zu unseren nächsten Maschen. Da könnt ihr jetzt auch die Nadel rausziehen. Eine. Dann lässt sich das einfach einfacher abstricken. Deswegen habe ich mit 2 Nadeln aufgenommen. Auch hier erstmal 12 Maschen abstricken. Und beim Stricken mit dem Nadelspiel noch so als Trick ist es einfach wichtig, dass ihr euch immer nur auf diese beiden Nadeln konzentriert, mit denen ihr gerade strickt und die anderen einfach unbeachtet lasst. 1, hier wieder feste anziehen. Wieder in die Mitte schieben. Und jetzt noch die restlichen 12 Maschen. Nochmal eine neue Nadel nehmen und auch hier rechts abstricken. 1. Und wir sind fertig. Dann legt ihr euch das jetzt alles erstmal so hin. Den kurzen Faden, der kommt wie gesagt hier nach vorne durch. Und wir haben jetzt hier unsere insgesamt 48 Maschen angeschlagen. Wir haben jetzt auf jeder Nadel 12 Maschen. Jedes markiert immer unseren runden Anfang und später auch die Fersenmitte. So, und die Nadeln werden so bezeichnet, im gegen- und Uhrzeigersinn ist das immer Nadel Nummer 1, 2, 3 und 4. Und jetzt beginnen wir erstmal mit dem Bündchen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr den stricken könnt. Ich werde es jetzt ganz klassisch im Rippenmuster stricken, und zwar in einem einfachen Rippenmuster. Das heißt, ich stricke immer eine Masche rechts, eine Masche links. Sehr beliebt ist aber auch das zweifache Rippenmuster. Da würdet ihr einfach stricken, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Ich, wie gesagt, stricke jetzt erstmal eine Masche rechts, eine Masche links, einfache Rippenmuster. Und das so circa 5 cm lang. Genau, und was ich noch als Tipp dazu geben möchte ist, ich schreibe mir das immer auf. Also ich werde jetzt immer mir mit einem Stift auf einem Extrablatt wie so eine Strichliste machen, dass ich pro Reihe einen Strich mache. Das mache ich einfach deshalb, dass wenn ich später den zweiten Socken stricke, dass ich immer genau weiß, wann ich dann mit dem nächsten Abschnitt beginnen werde. Für das einfache Rippenmuster, habe ich ja schon gesagt, strickt ihr einfach eine Masche rechts, eine Masche links. Also, ihr nehmt den Faden auf, eine Masche rechts, auch hier bei den runden Übergängen am Anfang immer noch ein bisschen fester ziehen. Für eine Masche links nehme ich mir den Arbeitsfaden nach vorne, gehe von rechts nach links, also von oben hier in die Masche rein, mit den Faden runter und stricke hier eine linke Masche. Dann wieder eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Das ist das einfache Rippenmuster. Und das Stricken auf einem Nadelspiel ermöglicht uns einfach das Stricken in Runden. Also ideal für einen Socken. Links, rechts, links. So, ich bin fertig. Mache mir den Faden jetzt wieder nach hinten. Schiebt man das wieder in die Mitte, meine Maschen, dass die nicht von der Nadel fallen. Und jetzt geht es mit der nächsten Nadel weiter. Also immer nur auf die beiden Nadeln konzentrieren, mit denen gerade gestrickt wird. Auch hier beginne ich jetzt. Ich habe hier mit einer Masche links geendet. Jetzt geht es weiter wieder mit einer Masche rechts. Ein bisschen fester ziehen. Eine Masche links. Eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts und links. Das ist immer im Wechsel. wieder ein bisschen in die Mitte machen. Und wir gehen zur Nadel Nummer 3. Eine Masche rechts. So, und eine Masche links. Und jetzt kommt unsere vierte und letzte Nadel. Und dann habt ihr die Runde auch geschafft. Auch hier einfach eine Masche rechts und links im Wechsel. Und dann haben wir die erste Runde auch schon fertig. Eine Masche links. Also so sieht das aus. Und jetzt wird einfach in Runden weiter gestrickt. Also hier ist euer Rundenanfang. Ihr habt jetzt eine Runde gestrickt. Jetzt kommt dann Runde Nummer 2. Und auch hier wieder immer eine Masche rechts, eine Masche links. Das seht ihr jetzt auch, wie die Maschen erscheinen. Hier ist eine rechte Masche, die erkennen wir an den V. Da stricken wir eine rechte. Die linke Masche erkennt ihr an diesen Querfaden, da strickt ihr eine linke. Und immer jetzt wieder rechts, links, rechts, links. Wieder mit allen 4 Nadeln, bis ihr hier wieder an eurem runden Anfang angekommen seid. Und das bis ihr 5 cm erreicht habt. Ich zeige euch dann, wie viel Reihen das waren in dem Fall, beziehungsweise wie viele Runden. Jetzt immer einfach eine Masche rechts, eine Masche links, bis ihr hier wieder angekommen seid und dann wieder eine Masche rechts, eine Masche links. So, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe jetzt insgesamt 12 Runden hier in diesem Bündchenmuster gestrickt und das Tolle an dem Bündchenmuster, das ist auch wunderschön elastisch, sodass sich die Socken dann auch gut anziehen lassen können. Und so eine gute Faustregel ist auch, also ich habe insgesamt 12 Runden gestrickt im Bündchenmuster. Das sind einfach so viele Runden, wie ich Maschen auf einer Nadel habe. Ich habe ja 12 Maschen pro Nadel und das ist so ein guter Orientierungspunkt, wie hoch ihr das Bündchen stricken könnt. Das sind jetzt bei mir in dem Fall ca. 5 cm. Und nun kommen wir auch schon zum Schaft und das ist ein sehr einfacher Runde jetzt, weil wir stricken den Schaft einfach nur in glatt rechts. Und glatt rechts in Runden bedeutet einfach nur rechte Maschen. So, also hier haben wir ja unseren runden Anfang. Da ist immer unser runden Anfang und macht jetzt weiter eure Strichliste. Und wie gesagt, jetzt stricken wir den Schaft und den werden wir so circa nochmal 15 cm stricken, sodass wir dann insgesamt eine Länge mit Bündchen inklusive von 20 cm haben. Ihr könnt es natürlich auch weiter in dem Rippenmuster stricken, den Schaft. Aber so klassisch gestrickt wird jetzt einfach in glatt rechts. Das bedeutet nichts anderes, wie dass ihr jetzt nur rechte Maschen strickt. Also einfach immer in Runden rechte Maschen. Das gibt dann automatisch dieses schöne Glatt-Rechts-Muster. So dieses klassische Sockenmuster für den Schaft. Und später, wenn ihr dann geübter seid, kann man da natürlich auch noch schöne Muster einbauen. Aber wir stricken ja heute eine ganz klassische Socke. Und da strickt ihr jetzt einfach immer nur rechte Maschen. Bis ihr insgesamt nochmal 15 cm erreicht habt, mit Bund dann also 20 cm. Natürlich könnt ihr den Socken auch oder den Schaft auch kürzer stricken, manche wollen es auch nicht so lang. Aber ich finde so diese 20 cm Gesamtlänge eine ganz gute Größe. Genau, also ich denke, das muss ich euch jetzt auch nicht weiter zeigen. Das ist jetzt wirklich der einfachste Part von der Socke. Wie auch der Fußteil dann später. Und wenn ihr dann jetzt eure 15 cm Schaft gestrickt habt, im nur rechten Maschen, dann sehen wir uns wieder und dann kommt auch schon die Ferse. Und noch ein Tipp, was ich mache, weil ich stricke Socken gern so zwischendurch oder auch mal, wenn ich unterwegs bin und länger wo warten muss. Die könnt ihr ganz einfach mitnehmen. Ich habe mir hier solche Maschenstopper besorgt und dann könnt ihr die hier also reinstecken und das verhindert dann einfach, dass ja, dann könnt ihr das auch mit in die Handtasche nehmen oder in den Rucksack, dass hier sich die Maschen einfach ja, von der Nadel fallen. Genau, also wie gesagt, ihr strickt jetzt erstmal weiter in glatt rechts, den Schaft ca. 15 cm lang und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt mit meinem Schaft fertig. Ich habe den jetzt doch noch etwas kürzer gestrickt, weil ich finde, die Länge reicht jetzt aus. Also ich habe jetzt so circa eine Gesamtlänge von 15 cm. Das reicht mir jetzt. Ihr könnt es natürlich aber auch, wie gesagt, also so klassischer Herrensocken hat auch eine Schaftlänge von 20 cm insgesamt. Ihr könnt ihn natürlich auch kürzer machen. Das ist wirklich Geschmackssache, wie lange ihr das haben wollt. Ja, ich finde, das hat jetzt eine gute Größe. Und nun beginnt auch schon die Ferse. Wir stricken eine klassische Ferse, also mit einer Fersenwand, einem Fersenkäppchen und einem Zwickel. Und genau, es gibt natürlich noch andere Arten von Fersen, die Bumerang-Ferse, die Shadow-Wrap-Ferse, die Herzchen-Ferse, runde Fersen und wen das interessiert. Ich habe noch eine Playlist mit zum Thema Sockenstricken, da findet ihr auch ein paar andere Fersenarten. Wie gesagt, heute stricken wir die klassische Ferse. Jetzt zur Orientierung, wo ich bin. Hier ist ja unser Anschlagsfaden und ich habe jetzt bereits Nadel Nummer 1, 2 und 3 normal abgestrickt nochmal. Und für die Ferse stricken wir jetzt die Maschen von Nadel Nummer 4 und 1 zusammen. Genau. Also, das heißt, das wird dann unsere Fersenwandnadel. Und ihr habt jetzt einfach nach der Runde Nadel Nummer 1, 2, 3 schon abgestrickt. Jetzt kommt hier Nadel Nummer 4, die stricken wir auch nochmal ab. Die Nadel können wir jetzt beiseite legen und jetzt stricken wir einfach auf die Nadel Nummer 4 noch die Maschen von Nadel Nummer 1 dazu. Also einfach weiter stricken und das ergibt dann unsere Fersenwandnadel, auf der wir dann insgesamt 24 Maschen haben. 12 von Nadel Nummer 4 und 12 jetzt von Nadel Nummer 1. So, auch die Nadel können wir jetzt wegnehmen. So sieht das aus. Und hier stricken wir jetzt in Reihen weiter die Fersenwand. Nadel Nummer 2 und 3, die brauchen wir jetzt erstmal nicht, die sind sozusagen stillgelegt. Und wir arbeiten jetzt nur mit der Fersennadel weiter. Und zwar stricken wir jetzt immer in Reihen hoch. Und als Faustregel könnt ihr euch merken, dass ihr so viel Reihen strickt, wie ihr auf der Fersenwandnadel habt, minus 2. Also wir haben ja insgesamt 24. Minus 2 wird 22, also werden wir 22 Reihen stricken. Hier, das ist bereits unsere erste Reihe gewesen. Wir wenden und kommen dann zur Reihe Nummer 2. Auf der Rückseite, wir stricken hier im Glatt-Rechts-Muster, haben wir die linken Maschen, das heißt wir stricken auch links bis auf die ersten beiden Randmaschen und die letzten beiden Randmaschen. Die werden wir jetzt immer rechts stricken. Also die ersten beiden stricken wir rechts. Das machen wir deshalb, weil wir einen Knötchenrand erzeugen wollen, der uns später die Aufnahme aus der Fersenwand dann erleichtert. Also zweimal schon rechts. Und dann strickt ihr runter, nur linke Maschen. Bis zu den letzten beiden Maschen auf der Nadel. So, die letzten beiden strickt ihr rechts. Dann wendet ihr wieder. Reihe Nummer 3. Und auch hier stricken wir jetzt einfach alle rechts, also die Randmaschen sowieso rechts. Und hier befinden wir uns ja auf der Vorderseite, also hier strickt ja auch dem Maschenbild entsprechend nur rechte Maschen. Und so macht er das jetzt, insgesamt 22 Reihen hoch. Nach dieser Reihe wendet ihr wieder die Arbeit, dann befindet ihr euch ja wieder auf der Rückseite, da strickt ihr die ersten beiden Maschen rechts und die letzten beiden Maschen rechts, nicht vergessen. Und der Rest wird dann einfach in linken Maschen runtergestrickt. Also ist wirklich nicht schwer. Und wenn ihr dann eure Fersenwand fertig habt, die 22 Reihen, dann sehen wir uns wieder. Solltet ihr jetzt mit vierfädiger Sockenwolle stricken, hättet ihr ja 15 Maschen pro Nadel. Das heißt, dann hättet ihr 30 Maschen beispielsweise auf der Fersenwandnadel. Und würde dann minus 2, also 28 Reihen hochstricken. Ich habe jetzt meine 22 Reihen hochgestrickt und befinde mich jetzt wieder auf der Vorderseite. Und ihr könnt es auch dadurch gut erkennen, dadurch, dass wir ja die Randmaschen immer rechts gestrickt haben, die ersten und die letzten beiden, haben sich jetzt hier an der Seite so Knötchen gebildet. Und dann könnt ihr auch abzählen, weil in jeder zweiten Reihe hat sich ein Knoten gebildet. Das heißt, wenn ihr 22 Reihen gestrickt habt, müsst ihr die Hälfte davon an Knötchen haben, also 11 Stück. Können wir auch gerade mal nachzählen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So, und nun beginnt das sogenannte Käppchen, was wir jetzt stricken werden. Und dafür müssen wir unsere Maschen auf der Fersenwandnadel aufteilen durch 3. Wir haben ja hier 24 Maschen. Das geht in dem Fall glatt auf. Das heißt, wir teilen auf in 8 Maschen, 8 Maschen und nochmal 8 Maschen. Hättet ihr jetzt beispielsweise, ich zeige euch das mal kurz, 30 Maschen auf der Fersenwandnadel, dann würdet ihr in 10 Maschen, 10 Maschen und 10 Maschen aufteilen. Solltet ihr eine ungerade Maschenanzahl haben, die nicht durch 3 teilbar ist, zum Beispiel 26 Maschen, teilt ihr das durch 3, gibt 8. Und das kommt dann jeweils in den äußeren Drittel und der Überschuss an Maschen, in dem Fall 10, wird dann immer dem mittleren Drittel zugeschrieben. Aber bei uns, wie gesagt, mit den 24 Maschen geht das jetzt glatt auf. Zur Hilfe oder beziehungsweise zur besseren Orientierung werde ich da jetzt mal eine Maschenmarkierer einsetzen. Das muss man nicht unbedingt, aber für Anfänger ist das zur Orientierung vielleicht nicht schlecht. Also ich zähle ab, 2, 4, 6, 8. Machen wir da meinen Maschenmarkierer rein. Dann wieder 2, 4, 6, 8. Kommt der nächste Maschenmarkierer rein. Und dann bleiben hier auch 2, 4, 6, 8 Maschen übrig. Und das Käppchen wird jetzt so gestrickt. Das ist jetzt unser mittleres Drittel und die beiden äußeren Drittel. Wir stricken jetzt immer die Masche vom mittleren Drittel, die letzte Masche, mit der ersten Masche vom äußeren Drittel. Also dieser hier. Die beiden werden zusammengestrickt. Letzte Masche vom mittleren Drittel, diese hier, mit der ersten Masche vom äußeren Drittel, diese hier. Die werden wir jetzt zusammenstricken. Dafür stricken wir jetzt erstmal dahin. Nadel 2 und 3 bleiben immer noch unberührt. Also wir befinden uns auf der Vorderseite und stricken jetzt hier bis eine Masche vor unserem Maschenmarkierer. Den heben wir jetzt einfach rüber. Und jetzt könnt ihr euren Maschenmarkierer rausnehmen. Und wir stricken jetzt diese beiden Maschen zusammen. Also die vom letzten mittleren Drittel und vom äußeren Drittel. Und zwar auf der Vorderseite, wo rechte Maschen sind, stricken wir sie rechts überzogen zusammen. Das bedeutet, ihr geht jetzt hier wie zum Rechtsstricken in die Masche rein und hebt diese ab. Strickt die nächste Masche einfach rechts und die abgehobene Masche zieht ihr über die gestrickte Masche und lasst fallen. Dann wendet ihr die Arbeit. Und jetzt stricken wir das gleiche auf der anderen Seite auch, also die letzte Masche vom mittleren Drittel mit der ersten Masche vom äußeren Drittel zusammen. Vorher hebt ihr aber die erste Masche, wird immer abgehoben, auf der Vorderseite wird sie links abgehoben, also ihr nehmt den Faden nach vorne, geht hier wie zum Linksstricken rein und hebt ab. Und dann strickt ihr links weiter. Wieder bis eine Masche vor dem Markierer. So, jetzt sind wir gleich angekommen. Hier ist jetzt die letzte Masche vom mittleren Drittel. Wir können den Maschenmarkierer rausnehmen. Und den brauchen wir jetzt dann auch nicht mehr. Das zeige ich euch gleich, weil ihr das dann wunderbar erkennen könnt. Und jetzt werden diese beiden Maschen auf der linken Seite links zusammengestrickt. Dafür einfach Faden nach vorne nehmen, in beide Maschen wie zum Linksstricken einstechen und zusammen abstricken. Haben dann somit um eine Masche reduziert. Dann wendet ihr wieder die Arbeit. Und die erste Masche, diesmal ist der Faden nach hinten, wird wieder abgehoben, also hier wieder wie zum Linksstricken einstechen und abheben und Arbeitsfaden ist diesmal hinten. So, und dadurch, dass wir jetzt abgehoben haben und die Maschen zusammengestrickt haben, haben sich jetzt hier auf beiden Seiten so Lücken gebildet. Und jetzt müsst ihr einfach immer die Maschen, die vor der Lücke sind und die Masche, die nach der Lücke ist, diese werden jetzt einfach immer zusammengestrickt. Deswegen braucht ihr jetzt auch keinen Maschenmarkierer mehr, weil man das genau erkennen kann. So, auf der rechten Seite stricken wir wieder jetzt bis eine Masche vor die Lücke. Also bis hier. Und hier auf der Vorderseite stricken wir die Maschen rechts überzogen zusammen. Also wieder die erste Masche wie zum Rechtsstricken abheben, die nächste Masche stricken und dann die abgehobene über die gestrickte ziehen und fallen lassen. Dann wendet ihr. Auf der linken Seite erste Masche abheben, dafür Faden nach vorne, einstechen und abheben. Und jetzt stricken wir auch hier, da ist sie, bis zu unserer Lücke. Diesmal linke Maschen. Hier ist unsere Lücke. Diese beiden Maschen, einmal vor und nach der Lücke, stricken wir auf der Seite links zusammen, also in beide Maschen einstechen, wie zum Linksstricken und zusammen abstricken. Und so geht das jetzt immer weiter, danach wieder Arbeit wenden, vorsichtig. Unser Arbeitsfaden ist hinten, die erste Masche immer abheben, nicht vergessen. Und dann geht es jetzt immer so weiter, hier ist wieder unsere Lücke. Die wandert jetzt also immer mehr nach außen und unser Ziel ist, dass wir dann am Ende nur noch unsere Maschen vom Mittelteil, also diese 8 Maschen, dann stehen haben. Ich zeige es euch jetzt nochmal eine Runde. Wir stricken hier wieder bis zu unserer Lücke. Hier sind wir schon. Die erste Masche wie zum Rechtsstricken abheben. Die zweite Masche stricken und die abgehobene ziehe ich hier rüber. Arbeit wenden. Jetzt hier auf der linken Seite hebe ich die Masche mit Faden nach vorne ab. Also Faden nach vorne. In die erste Masche einstechen und abheben. Und hier wieder, müsst ihr es immer so ein bisschen auffächern, wieder bis zur Lücke stricken. Also es wird jetzt immer in Hin- und Rückreihe nur gearbeitet. Da ist sie. Und die beiden stricken wir auf der Innenseite hier links zusammen. Und dann wendet ihr wieder, diesmal Arbeitsfaden nach hinten, hebt dann die erste Masche wieder ab und strickt dann wieder bis zu eurer Lücke. Und das macht ihr, wie gesagt, so lange, bis ihr in der Mitte nur noch 8 Maschen übrig habt. So, wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt nur noch hier 2, 4, 6, 8 Maschen übrig haben, also die vom Mittelteil, und haben jetzt hier unser Käppchen schon fertig. Jetzt werden wir hier an den Seiten Maschen wieder aufnehmen und da werden uns jetzt die Knötchen weiterhelfen. Vorher werde ich aber hier die Maschen, die 8 wieder auf meine 2 Nadeln verteilen, also so wie am Anfang. Das heißt, ich nehme die Hälfte und stricke 4 Maschen ab. 3, 4. Ich hole mir jetzt auch meine 5. Nadel wieder und stricke auch hier die 4 Maschen ab. So, dass unsere Maschen jetzt wieder auf 4 Nadeln sind. Jetzt werden wir, wie gesagt, hier aus diesem Rand Maschen aufnehmen. Dafür gehe ich immer jetzt hier zwischen die Knötchen rein. Es gibt auch für Fortgeschrittenere die Möglichkeit, dass ihr hier in die in diese Querstrebe von den Knötchen reingeht, also das können wir auch mal probieren, oder ihr geht halt immer dazwischen rein. Wichtig ist nur, dass ihr möglichst weit unten drunter reingeht, dass kein Loch entsteht. Also ich nehme meine erste Masche immer hier vor dem ersten Knötchen bereits auf und steche jetzt nicht hier ein, also ihr seht, da wird es ja ein Loch geben, sondern ein bisschen weiter unten drunter. Und nehme eine Masche auf, also dafür Faden holen und aufnehmen. So, und jetzt könnt ihr entweder direkt hier ins Knötchen einstechen oder in die Zwischenräume. Jetzt machen wir mal die Methode mit den Knötchen, also ihr geht hier rein, holt euch den Faden, und nehmt die Masche auf. Hier ist unser nächster Knoten und da erkennt ihr hier diese Längsstrebe, da geht ihr rein und nehmt eine Masche auf. Hier ist der nächste Knoten, reingehen und Masche aufnehmen. Und so macht ihr das jetzt mit allen Knötchen. Und wenn ihr dazwischen reingehen würdet, würdet ihr einfach hier unten einstechen, sodass 2 Fäden hier auf der Nadel sind. Und wenn ihr nur in einen einstechen würdet, dann wäre dazu eine große Lücke. Das gibt einfach verschiedene Methoden, wie man da die Maschen aufnehmen kann. Also hier rein. Das erkennt man jetzt vielleicht bei der dunklen Wolle etwas schlecht, aber das seht ihr später genau, was ich meine. Mit dieser, das ist ja diese Krausrippe, die sich eigentlich gebildet hat. Und da kann man wirklich schön einstechen und Maschen aufnehmen. Und ganz aus der Ecke nehme ich dann auch nochmal eine Masche auf. Hier steche ich nicht hier ein, sondern gehe dann einfach im Faden tiefer und habe jetzt insgesamt meine 4 Maschen von Anfang und habe dann eine in der Ecke aufgenommen, dann unsere 11 Maschen aus dem Knötchen und dann nochmal eine am Ende. Also insgesamt habe ich jetzt hier 13 Maschen aufgenommen. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Nadel Nummer 2 und 3 strickt ihr einfach ab. Ganz normal. Da sind ja weiterhin unsere 12 Maschen drauf, da hat sich nichts verändert. Nadel Nummer 3. So, und jetzt sind wir an der anderen Seite angelangt von der Fersenwand und auch hier nehmen wir unsere insgesamt 13 Maschen auf. Und auch hier mache ich die erste Masche bereits hier am Eck. Also ich steche hier ein, hole mir den Faden, habe jetzt meine neue Nadel genommen, eine leere. Und dann gehe ich jetzt wieder einfach hier in diese Querstreben rein. Und nehme auch hier meine Maschen aus den Knötchen auf. Auch wieder bis zum Ende. 12 Maschen habe ich jetzt drauf und die letzte Masche, die ist wieder hier in der Ecke, also da nehmt ihr auch noch eine auf. So, 13 und dann strickt ihr einfach die Maschen von Nadel Nummer 1, die 4 noch mit dazu. So sieht das jetzt aus. Also wir haben jetzt auch natürlich jetzt viel mehr Maschen, wie wir auf unseren Ursprungsnadeln haben. Also wir haben jetzt 13 aufgenommen, plus 4, die schon drauf waren, sind 17 Maschen insgesamt und die werden wir dann jetzt später wieder abnehmen. Aber als allererstes, wenn ihr eure Maschen aufgenommen habt, strickt ihr eine Runde mit rechten Maschen nur drüber, ja? Also jetzt einfach nehmen und eine Runde glatt rechts drüber stricken. Ich denke, das schafft ihr jetzt auch alleine. Ich stricke jetzt hier alle Maschen rechts, Nadel Nummer 2, unsere 12 Maschen rechts und dann hier nochmal alle Maschen rechts. Und wenn wir wieder am runden Anfang angekommen sind, zeige ich euch, wie es mit den Abnahmen weitergeht. Ich habe jetzt eine Runde mit rechten Maschen herumgestrickt und nun beginnen die Abnahmen. Und die Abnahmen machen wir immer am Ende von der ersten Nadel und am Anfang von der vierten Nadel. Und unser Ziel ist ja, dass wir auch wieder unsere 12 Ursprungsmaschen auf jeder Nadel haben. Ihr strickt jetzt bis zu den letzten 3 Maschen. Also ihr seht, mit ein bisschen Übung, ihr habt es dann auch bald geschafft mit der Ferse, ist die wirklich nicht so schwer, wie man immer denkt. Man muss sich nur mal rantrauen. So, das sind meine letzten 3 Maschen und jetzt stricke ich diese beiden Maschen rechts zusammen. Also dafür von unten einstechen in beide, wie zum Rechtsstricken und zusammen abmaschen. Dann habe ich jetzt hier auf der Nadel schon um eine reduziert, also habe aus 17 Maschen dann 16 gemacht und die letzte strickt ihr einfach rechts. Dann Nadel Nummer 2 und 3 strickt ihr wie gewohnt. Da haben wir ja unsere 12 Maschen noch. Einfach ganz normal abstricken. Und dann nehmen wir gleich noch am Anfang von der vierten Nadel ab. Da allerdings etwas anders. Das ist Nadel Nummer 3, auch die stricken wir ab. So, und jetzt sind wir schon bei Nadel Nummer 4. Und hier habe ich gesagt, nehmen wir ja am Anfang ab. Das heißt, die erste Masche stricke ich rechts. Und jetzt werden diese beiden Maschen allerdings mit Überzug zusammen gestrickt. Also die erste Masche abheben wie zum Rechtsstricken. Die nächste Masche stricke ich. Und dann ziehe ich wieder die abgehobene über die gestrickte rüber. Und habe jetzt auch hier um eine Masche reduziert. Die restlichen Maschen werden normal abgestrickt. Also jetzt befinden sich nur noch 16 Maschen drauf. Anschließend folgt dann eine Runde ohne Abnahmen. Da strickt ihr dann ganz normal alle Maschen wieder rechts. Und dann folgt wieder eine Abnahmerunde. Und so geht es dann immer im Wechsel. Eine Abnahmerunde, eine Runde drüber, eine Abnahmerunde, eine Runde drüber, bis ihr halt insgesamt ja auch nur noch eure 12 Maschen habt. Ja? Also jetzt strickt ihr wieder eine Runde drüber und dann folgt wieder eine Abnahmerunde und die Abnahmerunde geht, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ihr strickt bis zu den letzten 3 Maschen auf Nadel Nummer 1, strickt dann die beiden rechts zusammen, dann Nadel Nummer 2 und 3 normal und hier auf der 4. Nadel strickt ihr die erste Masche rechts, dann wird die nächste Masche wie zum Rechtsstricken abgehoben, die nächste rechts gestrickt und die abgehobene übergezogen. Und dann folgt wieder eine Runde ohne Abnahme. Wie gesagt, immer diese beiden Runden abwechseln, bis ihr nur noch 12 Maschen auf diesen beiden Nadeln habt. So, und nach diesen Runden ist jetzt unsere Käppchenferse auch fertig. So sieht die aus. Also wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, wir haben ja hier erstmal unsere Fersenwand gestrickt, dann hier unten das Käppchen und dann haben wir die Maschen aufgenommen und jetzt unsere sogenannten Spiegelabnahmen gestrickt. Und das war jetzt auch schon der schwierigste Teil, die Ferse ist geschafft. Von nun an strickt ihr einfach weiter in Runden und zwar jetzt bis zu dem Teil, wo dann kurz bevor eure Zehen anfangen. Das ist auch wieder unterschiedlich. Bei Größe 38 würde ich jetzt sagen, 37, 38 so. Von der Ferse bis zum Spitzenbeginn 17 bis 19, 20 cm. Aber auch da gibt es ganz viele Tabellen im Internet, wo ihr das nochmal nachlesen könnt, wie lang eure Fußlänge wird bis zur Abnahme. Also nicht die Gesamtfußlänge, sondern nur die Fußlänge von der Ferse bis zur Abnahme für die Spitze. Genau, jetzt könnt ihr euch nach der Ferse erstmal entspannen und es wird jetzt einfach weiter in Runden gestrickt, bis ihr die gewünschte Fußlänge erreicht habt, also kurz vor den Zehen. Könnt auch die Socken gerne mal zwischendurch anprobieren, das geht eigentlich ganz gut mit dem Nadelspiel. Und ja, das wird jetzt erstmal paar Entspannungsrunden, einfach jetzt stricke ich einfach weiter und glatt rechts, also nur rechte Maschen. Macht weiter eure Strichliste für die Runden, dass ihr dann, wenn ihr den zweiten Socken strickt, das Gegengleich stricken könnt. Und wir sehen uns wieder, bis wir dann mit der Spitze beginnen und unseren Fußteil fertig gestrickt haben. Ich sage euch dann auch nochmal, wie lang meiner geworden ist. Ihr strickt jetzt einfach weiter, entspannt in Runden. Ich bin jetzt mit dem Fußteil fertig. Der ist jetzt bei mir gemessen von der Fersenmitte hier bis zum Anfang der Spitze 18 cm lang. Das reicht jetzt für meinen Fuß. Ihr könnt, wie gesagt, bei euch, wenn ihr euch nicht sicher seid, in der Sockentabelle einfach nachschauen im Internet oder auch einfach mal den Strumpf anprobieren. Wie gesagt, bei mir sind das jetzt 18 cm und nun beginnen wir mit der Sockenspitze. Auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man die Spitze stricken kann. Es gibt eine Propellerspitze, es gibt die Sternchenspitze, eine Schneckenspitze, also ganz viele verschiedene Arten. Ich werde euch heute die klassischste Spitze vorstellen, also die Bändchen oder auch Bandspitze genannt. Und die ist auch wirklich nicht schwer. Zu den Abnahmen von der Spitze. Auch hier findet ihr, wie oft ihr die Abnahmen stricken sollt, alles im Internet in der Sockentabelle. Ich werde jetzt in jeder dritten Runde einmal abnehmen. Dann werde ich in jeder zweiten Runde viermal abnehmen und dann anschließend werde ich in jeder Runde abnehmen. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich nochmal. Die Abnahmen funktionieren so, also ihr legt euch den Socken so hin. Hier ist ja unser Rundenanfang, der markiert ja uns immer die Fersenmitte. Das erkennen wir jetzt auch genau. Hier ist ja unsere Ferse und hier in der Mitte davon ist ja wieder unser Rundenanfang mit Nadel Nummer 1, 2, 3 und 4. Und für die Abnahmen werden wir immer am Ende von der ersten Nadel, am Anfang von der zweiten, dann wieder am Ende von der dritten und am Anfang von der vierten Nadel abnehmen. Wie zeige ich euch dann jetzt gleich. Und ich habe jetzt gesagt, wir nehmen in jeder dritten Runde ab einmal. Das heißt, ich stricke jetzt noch 2 Runden und werde dann eine Abnahme machen. Und dadurch entsteht dann hier an den Seiten, also die Abnahmen geschehen ja dann immer hier an den Seiten und dadurch ergibt sich dann diese Bändchenspitze. Genau, ihr strickt jetzt aber erstmal nochmal 2 Reihen ganz normalen glatt rechts drüber, also ganz normal ohne Abnahmen, wie ihr das jetzt gerade eben auch noch gemacht habt. Und wenn ihr dann 2 Runden rüber gestrickt habt, dann zeige ich euch, wie die erste Abnahme geht. 2 Runden habe ich jetzt gestrickt und bin jetzt wieder am Rundenanfang und mache jetzt meine Abnahmerunde. Ich habe ja gesagt, einmal nehme ich in jeder dritten Runde ab. Das ist jetzt meine dritte Runde. Und ich nehme am Anfang von der ersten Nadel ab. Dafür strickt ihr, bis nur noch 3 Maschen auf der Nadel sind. Und dann stoppt ihr so. Hier sind wir, jetzt haben wir noch 3 Maschen drauf und die zweite und die vorletzte Masche, die werden immer zusammengestrickt und zwar hier einfach rechts zusammen. Dafür wieder mit der Nadel in beide Maschen rein und diese zusammenstricken. Abheben, die letzte Masche rechts. Wir haben jetzt hier von 12 auf 11 Maschen schon reduziert. Dann nehmen wir am Anfang von der zweiten Nadel ab mit einem etwas anderen Prinzip, einfach deshalb, weil sich die Maschen dann anders neigen und so dann das Band entsteht. Am Anfang stricken wir eine Masche rechts, dann hebt ihr die nächste Masche wieder wie zum Rechtsstricken ab, also geht rein, hebt diese einfach ab, strickt die nächste Masche wieder rechts und hebt die mittlere über die obere drüber. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die erste Masche rechts strickt, dann die nächsten beiden Maschen wie zum Rechtsstricken abhebt und dann die sozusagen rechts verschränkt abstrickt. Aber ich mache immer diese hier. Die restlichen Maschen strickt ihr bis zum Ende. Dann nehmt ihr wieder am Ende von der dritten Nadel ab. Hierfür wieder bis zu den letzten 3 Maschen stricken. und diese beiden werden rechts zusammengestrickt. Und die letzte Masche rechts. Und dann habe ich gesagt, am Anfang von der vierten, da sind wir jetzt, wieder eine Masche stricken, eine Masche abheben, eine Masche stricken und die abgehobene über die gestrickte ziehen. Die restlichen Maschen stricken wir rechts. So, das war unsere Abnahmerunde. Jetzt haben wir auf jeder Nadel nur noch 11 Maschen. Nun steht in meiner Tabelle, sollen wir 4-mal in jeder zweiten Runde abnehmen. Das bedeutet einfach, dass ich jetzt wieder eine Runde ganz normal rüber stricke und in der zweiten Runde dann wieder eine Abnahmerunde mache. Und das mache ich insgesamt 4-mal. Also das 4-mal bedeutet, diesen Vorgang mache ich 4-mal. Das heißt dann wieder eine Runde drüber, ohne Abnahmen, und dann folgt wieder eine Abnahmerunde. Dann kommt wieder eine Runde drüber, ohne Abnahmen, und es folgt wieder eine Abnahmerunde. Und ein viertes Mal eine Runde ohne Abnahmen stricken und dann nochmal eine Abnahmerunde. Also ich zeige euch das auch gleich nochmal. Wie gesagt, jetzt haben wir gesagt 4-mal in jeder zweiten Runde. Das heißt, eine Runde stricke ich jetzt. Das ist unsere erste Runde wieder. Ganz normal, ohne dass ich Maschen abnehme. Nur, dass wir jetzt statt unseren 12 nur noch 11 Maschen pro Nadel haben. Und das wird jetzt auch immer weniger. Genau, das macht ihr dann nochmal. Eine Runde rechts rüber. Eine Runde habe ich normal rechts rüber gestrickt und jetzt kommt wieder die Abnahme. Und wie wir ja gesagt haben, jetzt nehmen wir in jeder zweiten Runde ab. Und die funktionieren wie vorhin auch. Ich zeige es euch noch einmal. Ihr strickt immer bis bei der ersten Nadel bis zum Ende von den zu den letzten 3 Maschen. Und am Ende von den letzten 3 Maschen nehmt ihr immer die dritte und die vorletzte rechts zusammen. Also hier unten einstechen und beide rechts zusammen stricken und die letzte Masche rechts. Jetzt sind dann hier nur noch 10 Maschen drauf. Wieder um eine reduziert. Und am Anfang von der zweiten Nadel strickt ihr die erste. Dann hebt ihr die nächste Masche wie zum Rechtsstricken ab. Die dritte wird wieder gestrickt und die mittlere hebt ihr über die obere. Habt es hier auch um eine Masche reduziert und die restlichen Maschen werden ganz normal abgestrickt. Bei Nadel Nummer 3 würdet ihr dann auch wieder jetzt hier bis zum Ende stricken, bis zu den letzten 3 und diese beiden rechts zusammen stricken. Und bei Nadel Nummer 4, wie vorhin auch schon gezeigt, nehmen wir am Anfang ab, das heißt die erste Masche rechts, die zweite heben wir wie zum Rechtsstricken ab, die dritte stricken wir rechts und die abgehobene wird über die erste Masche gezogen. Und dann seid ihr wieder eine Runde drumherum. Als nächstes würde dann wieder eine Runde ohne Abnahme folgen und anschließend wieder eine Abnahmerunde, so wie ich es euch gezeigt habe. Also die Abnahmerunden sind immer so, wie ich es euch jetzt gezeigt habe bei der Bandspitze. Und diesen Vorgang, also eine Runde stricken, eine Runde mit Abnahme, macht jetzt insgesamt noch 3-mal. Und dann zeige ich euch noch die letzten Runden. Ich habe jetzt 4-mal insgesamt in jeder zweiten Runde abgenommen und nun habt ihr nur noch pro Nadel 2, 4, 6, 7 Maschen. Und von nun an stricken wir einfach in jeder Runde eine Abnahme. Also wir machen jetzt keine Zwischenrunden mehr, sondern wir nehmen jetzt einfach in jeder Runde ab, wie gehabt, hier am Ende am Anfang, am Ende und am Anfang von der Nadel. Und das macht ihr so lange, bis ihr dann nur noch 2 Maschen pro Nadel habt. Und dann zeige ich euch, wie ihr den Socken noch beendet. Jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Ich habe jetzt so lang abgenommen, dass wir jetzt nur noch auf jeder Nadel 2 Maschen haben. Und hier könnt ihr jetzt auch schön die Bändchenspitze erkennen, also dieses Band, was sich entwickelt eben durch diese Abnahmetechnik, einmal hier auf der Seite und auf der anderen Seite. Also eine wirklich sehr schöne Spitze, die auch gut passt. Und jetzt wird nur noch der Faden großzügig abgeschnitten. Dann nehmt ihr eine Wollnadel, fädelt das Ganze auf und wir ziehen das dann jetzt durch alle Maschen durch. Es gibt auch andere Techniken, wie ihr die Spitze schließen könnt. Zum Beispiel könntet ihr auch insgesamt 3 Maschen pro Nadel übrig lassen und dann die auf 2 Nadeln verteilen, dass ihr auf 2 Nadeln nur noch 6 habt und das Ganze dann mit einem Maschenstich zusammennähen. Ich mache am liebsten aber diese Technik. Die finde ich auch für Anfänger einfach am einfachsten. Also ihr guckt, wo euer Rundenanfang ist, da wo der Faden rauskommt. Und jetzt nehmt ihr einfach die nächste Nadel, die kommt, mit den 2 Maschen und fädelt da euren Faden durch und könnt dann die Nadel rausziehen. Genauso mit denen hier, durch beide Maschen durch, Faden anziehen und ihr könnt die Nadel rausnehmen. Wir drehen wieder und nehmen die nächsten beiden. Und hier auch mit den letzten beiden. Könnt ihr das theoretisch auch zweimal machen, dann hält das Ganze noch ein bisschen besser. So, dann ziehen wir vorsichtig an. Gehen jetzt von unten mit der Hand rein. Und jetzt hier durch die Mitte durch. Stülpt das Ganze auf links. Holt den Faden, zieht ihn fest und könnt jetzt so das Loch schließen. Anschließend werden jetzt nur noch die Fäden hier vernäht mit ein paar Stichen. Und das Ganze macht ihr dann auch noch mit dem Anfangsfaden hier. Und dann ist eure Socke auch schon fertig. Und fertig ist euer selber gestrickter Socken. Ihr seht, so schwer ist das Ganze nicht und es macht auch unglaublich viel Spaß. Ihr könnt auch einfach mal erstmal mit so einem kleinen Babysocken beginnen, dann geht das Ganze viel schneller und ihr werdet sehen, je öfter ihr das macht, umso besser klappt das alles auch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und viel Freude beim Sockenstricken. Bis bald, eure Maschenmarie.